Grillhähnchen reinbeißt, hast du so einen ganz speziellen Fettgeschmack. Das hast du da drin, Mann. Mir fehlen die Worte. Das muss man einfach selber probieren. Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid. Endlich mal wieder zu einem reinen Döner-Tour-Video ohne Riesenmotto. Ich gebe nicht auf. Ich suche weiter in den besten Döner Deutschlands und der wird sich irgendwo verbergen. Und da habe ich weiter mir eure Kommentare zu Herzen genommen. Und deshalb danke von Herzen nochmal für die ganzen Kommentare. Haut sie mir rein, knallt den Daumen oben auch rein. Hier ist er. Der muss reingedrückt werden. Bam. Nehmt euch die 2 Sekunden Zeit. So, und jetzt werden wir Döner testen. Es geht nach Nürnberg. Wir sind gerade in Stuttgart. Gutschein habe ich hier auch eingeblendet. Wie ihr das macht, einfach Kommentar reinschreiben. Bam, könnt ihr 50 Euro gewinnen. Sucht jetzt aus. Und ich habe wirklich potenziell die besten Döner, die ich irgendwie finden konnte. Unter den ganzen Kommentaren habe ich mir jetzt rausgesucht. Den einen habe ich nicht bei Google gefunden, aber den anderen jetzt schon. Ich hoffe, wir sehen beide. Bis gleich. Warum habe ich mich entschieden für den Döner? Ich blende nochmal das Kommentar hier ein von euch. Danke nochmal dafür. Soll alles selfmade sein. Und die gehen den Schritt, die machen sich die Mühe, machen Brot selber. Machen Spieß selber. Die Mühe wissen wir zu schätzen, testen das Ganze. Natürlich, ne, versteht mich nicht falsch, wenn der hier einen Bäcker nebenan hat, lässt sich das Brötchen da machen. Ist oft sogar besser. Aber dass sie das Fleisch selber machen. Da, wo viele den Standardweg wählen und in der Fabrik bestellen, machen die das selber mit viel Liebe. Und das wollen wir testen. Also man muss eins sagen, es gibt hier noch einen zweiten Atlantik-Döner. Der ist, glaube ich, ein paar Meter weiter. Wir sind uns gerade nicht sicher. Ich sehe ja auch 100.000 Kilometer eigentlich, ob selfmade. Es könnte sein. Könnte sein. Aber nicht, dass es der andere ist da hinten. Deshalb werden wir noch einmal uns den anderen angucken. Dann werden wir testen. Nürnberg gefällt mir auf den ersten Anblick sehr. Ey, grüß dich, ne? Vielleicht kannst du uns helfen. Wir wollen zum Atlantik-Döner. Hier gibt es aber 2. Und einer soll einen selbstgemachten Dönerspieß haben. Hier. Das wird der sein? Ja. Sind dieselben? Ach so, das ist eine Kette sozusagen. Genau. So ein. Okay, geil. So, also wir haben das abgecheckt. Das sind 2 Stück. Die gehören beide zum selben. So, nochmal von mir, warum ich ihn ausgewählt habe. Die machen alles selfmade. Sie machen sich die Mühe. Die gehen den Schritt. Machen das selber. Stecken die Liebe rein. Und das werden wir jetzt testen. Und bewerten natürlich. Danke für die Empfehlung nochmal. Bist du Chef hier? Ich bin der Sohnemann. Ah, ich hab mir gedacht, weil sonst hättest du den Entscheidungsmacht gar nicht hier. Wir sind hier wie eine Familie schon. Sympathisch. Ich guck mal, soll ich dir sagen, warum ich hier bin? Ich habe einen Tipp bekommen, das soll in Nürnberg die Nummer 1 sein hier. Ich habe gehört, ihr macht das Fleisch selber auch. Der deutsche Metzger, ja? Der ist sich spezialisiert auf Analschlachtung. Ich habe Analschlachtung verstanden. Analschlachtung. Ach so, das ist was für ein Fleisch? Das ist das Jungbullenfleisch. Jungbullenfleisch. Brot macht ihr da hinten auch noch selber sogar, ne? Das wird alles selbst hergestellt. Boah, heftig. Mein Kollege, ich guck extra nach deinem Namen noch. Danke für den Tipp, Mann. Ich muss das mal einmal nachgucken nochmal. Der hat mir jemand empfohlen. Wie lange habt ihr den Laden hier? 35. Jubiläum. Heidewitzka, du. Mein lieber MC0, ich danke dir. So, jetzt nochmal hier drin das Feeling, Leute. Ich gehe eben einmal nach hinten. Guck ein bisschen, ne? Leute, ich liebe euch für diese Empfehlung, Mann. Wenn ich das sehe, mir geht das Herz auf. Das ist es, Leute. So finden wir den besten Döner nur so. Sonst geht es nicht. Ihr müsst mir helfen, Mann. Wie soll ich darauf kommen? Ich bin doch hier in Nürnberg. Edel, das sieht so aus, als wäre da so eine kleine Haube mit Luft drin. Wahrscheinlich nicht, aber es sieht so aus. Rind oder Pute. Ich könnte wetten, die Pute machen die auch selber. Ich überlege sogar noch ein Hähnchen-Ranking zu machen, weil das so ein bisschen immer abschlägt bisher. Und ich liebe auch Hähnchendöner eigentlich. Könnt ihr mal sagen, was ihr von der Idee haltet? So, das würde das Ganze ein bisschen aufsplitten, aber ja, ist für die, die Hähnchendöner lieben, auch geil. Weil meine Präferenz ist Kalb oder generell Rind. Und dann geht natürlich das Hähnchen runter. Und für die Leute ein Hähnchen-Ranking reinzumachen, wäre ganz geil. Und jetzt gucken wir, Leute. Eine türkisch-deutsche Kooperation. Also die deutschen Fleische machen ja den Spieß. Was können die? Die Zusammenarbeit unter den Kulturen. Das werde ich euch jetzt gleich sagen. Es wirkt zwar wie ein normaler Dönerladen, aber 1, 2, 3, 4, 5 Leute auf engstem Raum. Keiner steht sich im Weg. Alles mit System. Das merkt man auch. Dankeschön. Das ist Tradition hier. Tradition als hier, Kind, ne? Habe ich auch schon gegessen. Schön als Kind. Ja, aber das ist drüben auf der anderen Seite, ja. Damals. Und Qualität, ne? Siehst du doch. Ja. Geil. Danke dir, mein Lieber. Also ein Plan für meinen Nummer 2 Döner hier. Da hat mich jemand geflaxt. Ich blende das Kommentar mal ein. Scheint es hier gar nicht zu geben. Schwäbischer Döner. Findet man bei Google nicht gar nichts. Also mein Plan ist ein bisschen durchkreuzt. Das heißt, die Mission geht danach nicht in Nürnberg weiter, sondern woanders. Außer ich finde die noch. Das glaube ich aber nicht. Oder ich nehme ein anderes Kommentar zu Rat. Vielleicht habe ich das noch mit. Oh, ich hoffe, ich weiß es nicht. Guck mal, größten Respekt für den Kollegen, der Brotback da hinten. It's my cry and I'll party if I want. Party if I want. Party if I want. Das ist ein Soldat, wenn ihr den beobachtet, bam, 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 hintereinander, der backt und glaubt mehr. Und wenn das Brot alle ist, dann gibt's Ärger. Der muss die ganze Zeit ballern, wie ein Fließband da. Wie gesagt, größten Respekt. Bild der Frau-Döner. Ah, da seid ihr auf 1, ne? Ja. Hier krieg ich vielleicht meinen 2. Döner, den ich heute teste. Vielleicht teste ich noch den Dubara. Ja.
kommen gleich wieder, ne? So, wir setzen uns mal hier hin, würde ich einfach sagen. Ja, egal, wir stellen uns da dämlich wieder hin. Also Leute, schön handlich. Sesam oben drauf, nicht so dick, weil es ist wie beim Burger bei mir. Gerne in die Hand rein. Ich habe das Fleisch gerade erstmal probiert, Leute. Sehr würzig, vom Feeling sehr ungewöhnlich, was Dönerfleisch angeht. Das hat nämlich so ein, bisschen von der Konsistenz wie ganz zartes Suppenfleisch. Auch mal schön wieder Gurke drin zu haben. Ich habe Gurke, Petersilienmix, paar Zwiebeln und der Sesam, Leute, auf dem Brot Game Changer. Das Brot ist auch eine ganz andere Nummer. Das ist eher so ein bisschen matschig von innen. Ein bisschen zu trocken, dass wir noch mal eine Klecks Soße drauf machen. Dann die Soße mit drin jetzt. Sie sieht aus wie typisch die Soße, von der ich Fan bin. Und so ist es. So ist der Döner, wie ich ihn bestellen würde. Manche Döner gehen nicht ohne Soße. Das ist so. Der lebt durch die Frische. Ich schwöre es euch. Muss ich öfter mal essen mit Gurken auf das Bockendöner. Sehr guter Döner. Und ich kann euch sagen, das ist eine 8,7. Schafft es nicht ganz ins Ranking rein, aber das ist von der Frische ganz geil. Super. Mal was anderes. Hebt sich ab zu 99% der anderen Döner. Sehr leckerer Döner. Für jeden weiter zu empfehlen und weiter zur nächsten Bewertung. Dieses Ding ist einzigartig, weil das, und das sage ich selten, das ist original mein Kindheitsfeeling. Damals, als die halben Hähnchen am Grill stand, beim Hafengrill in Buxtehude, wo die noch das richtige Aroma hatten, wenn du ins Grillhähnchen reinbeißt, hast du so einen ganz speziellen Fettgeschmack. Dieses von der Kruste, das ist krank. Das hast du da drin, Mann. Das hast du da drin. Ich fand das so schön, wie du dich gefreut hast, dass du darauf gekommen bist. Ja. Jeder andere wird denken, was für ein da steht, oder? Aber ich weiß ja, wie du fühlst und denkst. Geil. Das hab ich jetzt, wenn ich den Geschmack nicht greifen kann und mich nicht erinnern kann, woher kenne ich den? Das ist auch wie Training. Ich trainiere das. Und ganz ehrlich, muss ich wirklich sagen, der ist noch krasser als der andere. Als hätten die Haut mit reingemacht. Ich muss es ganz kurz sacken lassen, Leute. Ich schwör's euch. Ich möchte noch gar nichts zur Bewertung sagen. Ich gehe erstmal jetzt zum Besitzer und gebe ihm Feedback. Aber ich muss dir sagen, deine Döner, Mohammed war das, ne? Mohammed, genau. Mann, geil. Ich sag mal so, deutsche, türkische Zusammenarbeit hat mir sehr gefallen. Freue mich, dass es dir gefällt. Cool, Digi. Cool. Oh, geil. Er sagt, den Özkan-Döner müssen noch probieren. Macht Spieße auch selber. Oi, gleiche Metzgerei. Eure eine Empfehlung leider gibt es ja nicht, deshalb teste ich jetzt den und wenn einer, der selber einen Laden hat und das sogar dieselbe Metzgerei sagt, er empfiehlt den, dann kann er was hinterstecken. So. Und dem gehe ich auf den Grund, dafür bin ich da, für euch, um diesen Fährten zu folgen. Es gibt einen ganz starken Unterschied, Leute, zu den Gastronomen eben und zu anderen Gastronomen. Die waren so, die sehen mich mit der Kamera. Kommt rein, ihr könnt alles filmen. Ich will der Welt zeigen, was ich habe. Mein Döner, der ist geil. Und dann gibt es diese, die erst so, natürlich ist das auch mal, weil es dreckig ist und sonst was, ne? Aber manche, die haben einfach nichts zu bieten. Und dann wollen die auch nicht sehen, dass die Leute erfahren, was es da gibt, so. Und das ist der Unterschied. Die wussten, was sie haben. Wäre geil, wenn der Özkan ihn jetzt platt macht, was das Ranking angeht. Das wäre geil, wo er ihn noch empfohlen hat, wisst ihr? Wir sind beim Özkan. Bruder, mach mir bitte deinen besten Döner. Don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone. Yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog. Just let me relax. Stop assuming. Das ging ruckzuck. Das Brot sieht echt aus, als wäre es genau das gleiche. Die haben sich irgendwie abgesprochen. Auch die Soße sieht gleich aus. Das Fleisch, ja, kommt vom gleichen Fleisch, ja. Sieht auch gleich aus. Also sag mir, wenn ihr es anders seht, aber es ist für mich genau der gleiche Döner. Deshalb habe ich auch mit Soße genommen. Ich habe das gesehen. Nicht das gleiche Fleisch, glaube ich, genau das gleiche. Aber andere Würzung. Würde ich meinen Schiss verdienen. Also ist lecker. Mir fehlt bei dem hier aber ein bisschen Bums, sage ich euch direkt. Das kriegt ihr auch direkt gleich die Bewertung von mir. Das Brot ist einfach auch genial. Das Fleisch auch nicht falsch verstehen. Und der andere hat die Messlatte schon sehr hoch gelegt. Ich gebe ich nur 9,3. Trotzdem Top-Döner. Und weiter geht's zur nächsten Bewertung. Also erstmal an alle Chicken-Fans. Ich weiß, ich habe euch lange, lange liegen lassen. Es gibt so viele Chicken-Döner-Fans. Und falls euch das Video gefallen hat und allen anderen natürlich auch, lasst den Daumen oben klingeln und dann geht auch die Chicken-Döner-Mission mal richtig in die Offensive. Erstmal zu diesem Döner. Ich musste das sacken lassen, ich schwör's euch. In meinen Worten, er ist von allen meinen Chicken-Dönern, die ich in meinem Leben gegessen habe, am heftigsten in meinen Gedanken geblieben. Und deshalb gibt es von mir die 9,1 von 10 Punkten. Einfach weil der Döner rundum, du hast reingebissen, es war, genau das. Mir fehlen die Worte. Das muss man einfach selber probieren. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke, dass ihr mir mit einem Daumen oben, mit dem Support, einem Kommentar, ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.